Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Kapitel 1 bzw. Unterkapitel 1.1 der fortgeschrittenen Konzepte der Funktionalanalysis. Kapitel 1 beschäftigt sich, wie bereits angekündigt, mit topologischen Grundlagen. Und wir beginnen heute mit dem Unterkapitel 1.1. Das soll sich drehen um topologische Räume und Kompaktheit. Ist ein bisschen länglich und macht so einen Rundumschlag über alles, was wir so topologisches benötigen. Und das heißt, da passiert nichts Dramatisches im eigentlichen Sinne, aber es ist nun doch einfach viel Begrifflichkeit, die wir heute einführen wollen. So, wir beginnen mit Definition 111. Das ist jetzt die grundlegendst mögliche Definition. Und zwar erstmal wollen wir klären, was ist überhaupt eine Topologie? Und dann wollen wir Begrifflichkeiten rund um eine Topologie klären, die wir immer mal wieder im Laufe dieses Kurses ansprechen und auch benutzen werden. Das heißt, das ist irgendwie in sich eine sehr universelle Geschichte. Wir nehmen uns also mal x ungleich leer eine Menge, egal welche. Und dann können wir auch schon anfangen. Eine Topologie ist erstmal essentiell eine Teilmenge der Potenzmenge, die gewisse Eigenschaften erfüllt. Also so ein T Teilmenge P von x heißt Topologie auf x. Wenn gelten, das sind jetzt drei Axiome. Einmal das Axiom O1. O deshalb, weil Elemente einer Topologie offene Mengen heißen. Und dementsprechend nehmen wir hier die Axiome auch O. Es muss die leere Menge in der Topologie sein und der gesamte Raum. Das sind, also damit haben wir auch schon gleichzeitig die kleinste Topologie, wenn man so möchte. Weil wenn man irgendwas Topologisches machen will, dann müssen diese beiden in der Topologie enthalten sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Das zweite Axiom sagt nun, wenn wir endlich viele Mengen haben, U1 bis UN, für ein N aus N, in unserer Topologie, dann soll auch der Schnitt dieser Mengen wieder in der Topologie sein. Also vereinfacht oder zum Merken geeignet, endlich viele oder Schnitte endlich vieler Mengen in T sind wieder in T. Und das dritte Axiom, was wir fordern, ist jetzt beliebige Vereinigungen von Mengen in T sind wieder in T. Und hier ist beliebig wirklich beliebig. Das heißt, wir müssen folgendermaßen anfangen. Wir nehmen uns eine Indexmenge A, die darf jede Mächtigkeit haben. Das ist völlig egal. Und dann nehmen wir uns U Alpha aus der Topologie für alle Alpha in A. Und dann muss nicht der, die Vereinigung über alle Alpha in A, U Alpha, wieder in T sein. Das heißt, zum Merken, das ist vielleicht das Wichtigste, weil das ist ein Begriff, den brauchen wir. Endliche Schnitte sind wieder in der Topologie und beliebige Vereinigung. Das ist wichtig. So, haben wir jetzt also so eine Topologie, dann heißt das Tuppel x, t, also so ein Raum mit der Topologie selber zusammen, heißt dann topologischer Raum. Ich kürze das hier schon mal direkt ein bisschen ab. Es steht auch alles ausführlich im Skript. Ich möchte das nur immer hier nicht so arg in die Länge ziehen. Das heißt, wenn wir von topologischen Räumen sprechen, haben wir immer eine Menge, die nicht leer ist, plus eine Topologie. Jede Menge in der Topologie heißt offen. Das ist einfach eine Festsetzung, weil Topologien sind halt historisch gesehen ein Versuch, offene Mengen zu katalogisieren, zu systematisieren und dementsprechend sind halt die offenen Mengen gerade die, die in der Topologie sind. Wir werden gleich in 112 sofort sehen, dass das im Prinzip keine Einschränkung trifft. Jetzt nehmen wir uns mal eine Teilmenge B unserer Topologie raus. Und so eine Teilmenge B nennen wir Basis der Topologie. Wenn zu jeder offenen Menge, also jedem Element der Topologie, zu jeder offenen Menge, wie nennen wir sie? U
und jedem x aus u ein v in b existiert. Ja, mit x in v in u. Also das heißt, wir können uns das so vorstellen, wir haben hier irgendwo unseren Raum rumfliegen, da drin lebt so ein x. Dann haben wir so eine offene Menge u, die lebt da drum rum. Und wir wissen, dann haben wir eine Basis, wenn wir auf jeden Fall ein wie auch immer geartetes Element b finden, v finden, das hier irgendwie noch drum rum passt. Wichtig ist, bei den Bildern, ich versuche immer keine Anschauung zu wecken, weil Anschauung ist suggestiv. Das Problem bei topologischen Räumen ist, dass sie höchst abstrakt sind, weil wir keine Metrik mehr haben müssen. Das heißt, wir haben keine natürlichen Abstandsbegriffe. Das heißt, das ist alles ein bisschen abstrakter. Weil deshalb versuche ich auch meistens, irgendwelche komischen Umgebungen zu malen, damit es nicht irgendwie den Eindruck erscheint, dass die konvex sind oder dass das Kreise sind oder dass das irgendwas... Ich versuche einfach immer irgendeinen Schnörkel reinzubauen. Außer wir haben spezielle Voraussetzungen. Dann können wir uns wieder auf altbekannte Bilder stützen. Aber ansonsten ist die Topologie halt in der Hinsicht ein bisschen abstrakter. Jetzt ist es so, dass wenn man das Ganze ein bisschen umschreibt, dann ist also so ein Mengensystem B eine Basis, wenn jede offene Menge in der Topologie als Vereinigung von Elementen aus B geschrieben werden kann. Das ist eine wichtige Charakterisierung. Deswegen möchte ich die hier kurz stichpunktartig aufschreiben. Ausformuliert steht das Ganze, wie gesagt, im Skript. Ich werde es noch ein paar Mal sagen, bis es sich eingeschliffen hat. Ich versuche hier so ein bisschen Vorlesungsstil zu praktizieren vom Aufschrieb, weil es einfach kürzer ist. Also B ist Basis von T, falls jedes U in T Vereinigung von Elementen in B. Wie gesagt, nicht unwichtig, aber möchte ich jetzt hier nur kurz hinschreiben. Jetzt wollen wir einen Begriff einführen, das sogenannte zweite Abzählbarkeitsaxiom. Man könnte auch hier das erste Abzählbarkeitsaxiom vorher einführen. Es ist einfach so, dass die Dinger historisch so heißen, aber im Prinzip ist die Reihenfolge egal. Jetzt haben wir nur gerade die Basis eingeführt, da ist es irgendwie logischer, das zweite Abzählbarkeitsaxiom als erstes einzuführen, weil sonst müsste man noch einen anderen Begriff haben, da kommen wir dann nachher zu. X, T erfüllt das, da können wir uns ruhig mal einen Artikel, das zweite Abzählbarkeitsaxiom. Wenn t, es wird immer mal wieder vorkommen, dass ich eine Topologie tau nenne, weil einfach die Symbole in meiner Handschrift relativ ähnlich sind. Es ist letzten Endes natürlich auch egal, weil wie das Pferd heißt, interessiert ja im Prinzip nicht. Aber das Symbol sollte immer eindeutig sein. Also wenn t eine höchstens abzählbare Basis hat. Und für höchstens abzählbar schreiben wir auch einfach abzählbar. Also das heißt, wenn ich eine Basis finde, die aus höchstens abzählbar vielen Mengen besteht. Was auch darauf hindeutet, dass es Basen gibt, die nicht aus abzählbar vielen Mengen bestehen. Das heißt, wir sind wirklich einen Schritt weiter, weil wir können auch überabzählbare Basen zulassen. Das ist in der linearen Algebra immer mit so ein bisschen Bauchschmerz verbunden. Wenn man zum Beispiel einen Polynomraum nimmt, dann weiß man, okay, die Monome bilden eine Basis. Aber das sind halt abzählbar viele. Das sind sogar noch abzählbar viele. Wenn ich jetzt den Funktionenraum haben will, wie sieht es denn da aus? Ja, dann ist man wirklich in Teufelsküche in der linearen Algebra. In der Funktionalanalyse ist es nicht wirklich. Und das heißt, wir sind hier wirklich eine echte Stufe abstrakter. Jetzt nehmen wir uns mal zwei Topologien und führen einen Begriff ein, wenn man die vergleicht. Also wenn wir T1, T2 Topologien auf x haben und wir wissen, Tau1 ist eine Teilmenge von Tau2. Dann heißt Tau1 schwächer bzw. gröber. Ich schreibe hier nur schwächer auf, weil das ist der Begriff, den wir benutzen werden, als Tau2. Das ist ja jetzt immer schon wieder bei Tau. Ja, also, ihr kriegt, glaube ich, hin, was ich meine. Und man bezeichnet umgekehrt T2 als stärker als T1. Als
allzu viel Zeit muss sein. Und das Ganze drückt man dann in Zeichen so aus, dass wir einfach schreiben, T1 ist dann kleiner gleich T2. Das werden wir an einigen Stellen mal brauchen. Es ist aber immer mal ganz angenehm, wenn man weiß, dass man Topologien miteinander vergleichen kann. So, jetzt haben wir ja offene Mengen definiert, dadurch, dass die Teilmenge dieser Topologie sein sollen. Jetzt müssen wir irgendwie auch abgeschlossene Mengen haben. Und dann sagen wir einfach, okay, A-Teilmenge x ist abgeschlossen. Ja, wenn ihr Komplement in der Topologie liegt. Also wenn ihr Komplement offen ist. Zack. Und jetzt wollen wir noch eine wichtige Topologie einführen, nämlich die sogenannte Teilraumtopologie. Dafür nehmen wir uns eine Teilmenge von x. Und setzen ein System S fest durch alle U geschnitten Y für U offen, also für U in T. Dann ist dieses S eine Topologie, das müsste man jetzt streng genommen nachrechnen, das könnt ihr gerne mal machen, das ist eine nette Übung, auf Y und heißt eben gerade Teilraumtopologie oder Spurtopologie oder Relativtopologie. Das hängt ein bisschen davon ab, welchen Autor man nimmt. Im Englischen häufig Relative Topology. Im Deutschen benutze ich halt das Wort Teilraumtopologie, weil das irgendwie am suggestivsten ist, weil wir haben einen Teilraum von x, darauf ist eine Topologie definiert. Das ergibt dann schon irgendwie Sinn. So, jetzt kommen wir zu einer kleinen Folgerung, weil ich habe ja gerade gesagt, im Prinzip ist es uns Schnuppe, ob wir offene Mengen charakterisieren durch eine Topologie oder ob wir abgeschlossene Mengen durch eine Topologie charakterisieren. Und das Schlüsselwort hier ist natürlich De Morgan. Oder die De Morganschen Regeln. Die Ausgestaltung des Beweises überlasse ich euch. Ich werde auch keine Übungen ins Skript packen, wie bei der FT-Vorlesung. Das ist ja sind ja andere Formate. Sondern immer, wenn ich Übung sage, dann heißt es einfach so, ja, das kann man sich einfach mal eine halbe Stunde hinsetzen und man kriegt das in endlicher Zeit raus. Alles, was wichtige oder Ideen hat, werde ich in den Videos machen. Also wir nehmen uns einen topologischen Raum x, x topologischer Raum, dann gelten, im Wesentlichen sind das jetzt drei Aussagen für abgeschlossene Mengen, nämlich A1. Die leere Menge und der ganze Raum sind abgeschlossen. Ja, das ist unmittelbar ersichtlich, weil ja die Komplemente gerade die leere Menge bzw. der ganze Raum sind. Jetzt dreht sich nur die Rolle von Schnitt und Vereinigung um. Also statt endlicher Schnitte haben wir jetzt endliche Vereinigung, also n aus n, a1 bis an abgeschlossen, impliziert jetzt eben, dass die endliche Vereinigung über diese aj auch wieder abgeschlossen ist. Und umgekehrt gilt jetzt halt für eine beliebige Indexmenge. Und ich habe a-Alphas aus dieser Index... abgeschlossen für jedes Alpha. Abgeschlossen für alle Alpha aus A. Dann soll jetzt der beliebige Schnitt eben noch abgeschlossen sein. Also genau die Umkehrungen von dem, was wir schon sozusagen in der Topologie als Axiom gesetzt haben. Das überlasse ich euch mal als kleine Übung. Das ist auch wirklich schnell gemacht. Man muss einfach nur sich nochmal hinsetzen, erinnern, was waren die Regeln von De Morgan, und dann schreibt man es einmal hin. Und dann hat man es da stehen. Jetzt möchten wir dieses erste Video noch thematisch mit einer Definition abschließen. Und zwar kennen wir aus metrischen Räumen den Begriff einer Epsilon-Umgebung. Jetzt haben wir in topologischen Räumen aber ja gerade den Begriff einer Metrik nicht. Und wir haben keinen nativen Abstandsbegriff. Das heißt, wir müssen uns irgendwie mit einem abstrakteren Umgebungsbegriff begnügen oder anfreunden. Das heißt, wir müssen auch einen abstrakteren Umgebungsbegriff schaffen. Sei X ein topologischer Raum. Und damit meine ich jetzt halt immer, dass wir implizit so eine Topologie T rumschwabern haben, die auf diesem Raum X lebt. Dann nehmen wir uns einen Punkt X in X und wir nehmen uns eine Teilmenge von X mit diesem kleinen, mit dem Punkt klein x gerade in dieser Menge U drin. Und jetzt gucken wir uns quasi sowas an, das haben wir gerade bei der Basis schon so ähnlich gesehen. Und zwar dieses U-Teilmenge X heißt gerade Umgebung von x. Falls es noch eine offene Menge v gibt, die ich dazwischen packen kann. Also falls es v Teilmenge x offen gibt mit
x in v Teilmenge. Das ist das gleiche Bild wie oben, nur ist jetzt der Kontext ein anderes, weil wir nicht uns ein Basissystem vorgeben, sondern nur einen Punkt. Und dann müssen wir eben noch eine offene Menge finden, die dann zu dieser Umgebung oder zum Umgebungskandidaten noch dazu passt. Jetzt doppeln wir sozusagen so ein bisschen Notation. Wir nennen manchmal auch ein System B, obwohl es keine Basis ist, indizieren es dann aber noch weiter, beziehungsweise geben dem Klammerargument mit. Und zwar so ein Mengensystem B von X, Teilmenge U von X. Das muss hier oben noch hin. U von X ist die Gesamtheit oder die Menge aller Umgebungen. Wobei der Begriff Menge wie immer ein wenig mit Vorsicht zu genießen ist. Man sich da leicht in kleinere Probleme verstrickt, aber wir lassen das immer mal auf dem Zermelo-Fränkel-Axiom-System beruhen und dann ignorieren wir die Probleme, die dabei resultieren, weil die sollen nicht den Blick aufs Wesentliche verklären. Also so eine Menge aus der Menge aller Umgebungen heißt jetzt Umgebungsbasis. Vom Punkt X. Wenn es zu jedem V in der, also wenn es zu jeder Umgebung, also wenn es zu jeder Umgebung V von X, also zu jedem V in U von X, ein Basiselement gibt, also ein U in B von X, so dass X in V Teilmenge, Entschuldigung, dass einfach U Teilmenge V ist. So. Also das heißt, wir haben eine Basis, wenn wir zu jeder Umgebung ein Basiselement finden, das wir dazwischen legen können. Und dann x ist dann natürlich in U, weil eine Umgebung alle seine Punkte enthält. Nach Definition. Und jetzt können wir eben zum Abschluss dieses ersten Videos das erste Abzählbarkeitsaxiom einführen, weil das jetzt eine Aussage trifft über die Mächtigkeit einer Umgebungsbasis. Und deswegen wollte ich das nicht vors zweite Abzählbarkeitsaxiom stellen, weil dann hätten wir ja noch mehr Definitionsoverload in 1.1 gehabt. 1, 1, 1. Also x, t, wenn bei t jetzt dann eben die zugehörige Topologie ist, erfüllt das erste Abzählbarkeitsaxiom. Erste Abzählbarkeitsaxiom. Ja, falls jetzt jeder Punkt x in x eine höchstens abzählbare Umgebungsbasis hat, das ist analog definiert zum zweiten, nur da was für eine Basis formuliert. Also wenn jeder Punkt x in x eine höchstens abzählbare gleich abzählbar in der Notation Umgebungsbasis hat. So, jetzt wollen wir erstmal eine Reihe von Beispielen bearbeiten. Insbesondere wollen wir bekannte Raumklassen wieder sozusagen als topologische Räume einbauen, sage ich mal, oder einfach zeigen, dass es auch welche sind. Das heißt, dass wir so eine natürliche Verallgemeinerung gebastelt haben. Also Beispiel 114. Das beschäftigt sich jetzt mit metrischen Räumen. Also wir nehmen mal x, d, ein metrischer Raum. Ich kürze hier fröhlich vor mich hin ab. Und wir nehmen ein x0 aus x. Und wir nehmen ein epsilon größer 0. Dann ist die Menge u epsilon von x0 gleich alle x aus x, sodass d von x, x0 kleiner als Epsilon ist. Ja, das ist gerade die sogenannte Epsilon-Umgebung von x0. Das ist der ganz klassische Epsilon-Umgebungsbegriff, den wir schon aus der GFA kennen, den wir aus der Analysis kennen und der wahrscheinlich in hunderten Vorlesungen immer mal wieder vorkommt. So, jetzt müssen wir spezifizieren, wann so eine Menge offen heißen soll, also U-Teilmenge x heißt jetzt offen, wenn es zu jedem x0 aus unserem U da oben ein Epsilon, das ist das falsche U,
Also diese Menge U heißt offen, wenn es zu jedem x0 aus U ein Epsilon größer 0 gibt, so dass gerade diese Epsilon-Umgebung von x0 noch komplett in U drin liegt. Das ist die Definition. Und jetzt setzen wir Folgendes. Wir setzen TD gleich die Menge aller U-Teilmenge x, sodass U mit dieser Definition gerade eine offene Menge ist. Und das ist jetzt in unserem neuen Sinne eine Topologie. Das haben wir alle mal in Analysis gezeigt. Und das ist genau der Begriff, den wir haben wollen. Und benennen das häufig auch mal die von D induzierte Topologie. Jetzt nehmen wir uns mal so ein X aus X speziell raus und dann gucken wir uns mal Umgebungsbasen von X an. Also für X aus X ist einmal die Menge B von X. Das sind gerade alle Epsilon-Umgebungen von X. Epsilon größer 0. Beziehungsweise auch die Menge B' von X. Das sollen sein alle 1 durch n Umgebungen von X für n aus n. Das ist eine Umgebungsbasis. Ja, wir können uns das für so einen Punkt relativ einfach mal aufmalen. Haben hier also irgendwo unseren X und dann liegen hier drumherum diese immer kleiner werdenden Kreisscheiben. Und das bildet dann gerade so eine Umgebungsbasis. Das ist genau das, was wir haben wollten. Man kann hier an dieser Stelle, hier geht jede Nullfolge positiver Zahlen möglich. Also das hängt jetzt nicht von dem 1 durch n, man kann da auch 2 hoch minus n nehmen. Das funktioniert alles, weil das alles nach dem gleichen Konvergenzding funktioniert. Das heißt aber insbesondere, dieses B' hier ist eine abzählbare Umgebungsbasis, das heißt metrische Räume erfüllen das erste Abzählbarkeitsaxiom. Das ist schon mal interessant. Weil das Ding ist ja, wenn man so einen neuen Begriff definiert, ist es ja erstmal überhaupt nicht sicher, ob es überhaupt Beispiele gibt. Das heißt natürlich, wenn wir in so einem High-Level-Ding sind oder in einer Vorlesung und man definiert irgendwas, dann kann man relativ sicher sein, dass es dazu auch schon Beispiele gibt. Aber wenn man jetzt so in der mathematischen Forschung ist und irgendwas Neues als Konzept haben möchte, dann ist es per se natürlich immer nicht klar, ob man überhaupt was Sinnvolles gemacht hat. Und metrische Räume sind halt schon mal eine gute Klasse von Räumen. Das heißt, hier ergibt der Begriff erstes Abzählbarkeitsaxiom wohl halbwegs Sinn. Jetzt wollen wir uns noch eine Basis angucken. Können wir denn da jetzt hinkommen? Naja, wir gehen quasi noch einen Schritt weiter. Wir lassen hier nicht nur ein Epsilon laufen, sondern auch das X. Also weiter ist B gleich, ja, alle U Epsilon von X, jetzt für Epsilon größer 0 und für X aus X, ja, beziehungsweise B' gleich, ja, wir nehmen wieder die 1 durch n Bälle, u1 durch n von x, n aus n, x aus x. Das sind beides Basen. Das heißt, metrische Räume erfüllen auch das zweite Abzählbarkeitsaxiom. Das heißt, wenn wir sozusagen die Abstraktionsstufe wieder rückgängig machen und auf metrische Räume zurückfallen, dann geht das Setting 1 zu 1 ineinander über. Jetzt machen wir noch eine Setzung, die brauchen wir irgendwann vielleicht nochmal. Das ist irgendwie so ganz klassisch. Für zwei Mengen A, B, Teilmenge X setzen wir die Distanz von AB fest als das Infimum aller Distanzen oder aller D, AB, sodass A gerade in A ist, B in B. Und für einelementige Mengen lassen wir die Mengenklammern weg und schreiben halt einfach nur Distanz von a, x. Das einfach nur mal hingeschrieben, weil das kann sein, dass wir das nochmal brauchen. Wenn nicht, dann steht es halt da. Das waren metrische Räume. Jetzt wollen wir uns angucken, normierte Räume. Wie wir ja wissen, ist jeder normierte Raum ein metrischer Raum. Das heißt, wir haben auch mit normierten Räumen topologische Räume vor uns. Das wollen wir jetzt kurz einmal
fassen. Also x normierter Raum über k aus entweder den reellen Zahlen oder den komplexen Zahlen. Das sind die beiden Körper, die uns interessieren. D von x, y soll sein die Norm von x minus y. Das definiert uns gerade eine Metrik. Ja, und dann haben wir oben gesehen, dass uns die Metrik eine Topologie stiftet. Das heißt, jeder normierte Raum ist auf natürliche Art und Weise eine Topologie. Das heißt aber insbesondere auch, dass k hoch d mit kanonischer euklidischer Metrik oder Norm ist topologischer Raum, und zwar für alle d aus n. Das heißt, wir haben hier jetzt schon eine ganz gute Beispielklasse gut verstandener Räume. Die topologischen Räume sind nämlich unsere k hoch n's oder k hoch d, je nachdem, wie man sie nennen will. So, jetzt müssen wir uns noch kurz überlegen, wie sieht das gerade bei k hoch d aus? Naja, wir können jetzt mal Basen angeben von k hoch d, das ist vielleicht ganz interessant. Und da benutzen wir einfach mal q ist ja dicht in R, beziehungsweise auch in k, wenn man das richtig adjungiert. Q ist dicht in R, das heißt, das Mengensystem b gleich u1 durch n von x, n aus n, x aus x, für den Fall k gleich r, oder das Mengensystem b Strich gleich u1 durch n von z, n aus n, z in q adjungiert i, für den Fall k gleich c, sind abzählbare Basen der Topologie von k hoch d. Das heißt, k hoch d erfüllt auch wieder das zweite Abzählbarkeitsaxiom, k hoch d erfüllt auch das erste Abzählbarkeitsaxiom. Im Allgemeinen ist das allerdings bei normierten Räumen nicht mehr ganz so klar, was da welche Abzählbarkeitsaxiome erfüllt. Insbesondere, wir hatten ja in den Grundlagen schon mal den Begriff Hilbertraum im ersten Kapitel hingelegt. Insbesondere Hilberträume sind auch topologische Räume. Den Begriff Hilbertraum, den möchte ich jetzt nicht großartig weiter ausreizen. Den werden wir in Kapitel 4 in ganzer Breite kennenlernen. Da möchten wir dann einfach drauf eingehen, wenn es soweit ist. Solange werden wir den Begriff Hilbertraum auch nur rudimentär benutzen. Jetzt haben wir also mit metrischen Räumen und mit normierten Räumen schon einen ganz guten Kanon, sag ich mal. Jetzt wollen wir noch ein kleines Beispiel machen, was häufig vorkommt, was aber vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so offensichtlich ist, wie überhaupt metrische und normierte Räume zu betrachten. Und zwar wollen wir uns mal sozusagen die kleinstmögliche und die größtmögliche Topologie auf einem Raum angucken. Das habe ich mal übertitelt mit diskret oder indiskret, weil darauf läuft es hinaus. Das Beispiel besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Einmal nehmen wir uns x ungleich leer irgendeine Menge raus und dann nehmen wir uns die Topologie, die entsteht, wenn wir die gesamte Potenzmenge nehmen. Das ist offensichtlicherweise eine Topologie. Und der Witz an der Geschichte, das ist nicht nur irgendeine Topologie, sondern eine Topologie, in der jede Menge offen und abgeschlossen ist. Also T ist Topologie, in der jedes E Teilmenge X offen und abgeschlossen ist. Auch da ist es wieder von Anfang nicht unbedingt klar, warum es solche Topologien überhaupt geben sollte. Aber wenn man sich ein bisschen hinsetzt und kurz drüber nachdenkt, ist das halt noch eine der relativ direkten Folgerungen. Und dieses Tau heißt dann die sogenannte diskrete Topologie. Und wir bezeichnen diese diskrete Topologie häufig dann auch mit T-Dis. Und jetzt kommt der Gag, wir können diese diskrete Topologie können wir mit einer Metrik erzeugen.
Und zwar definieren wir d von x Kreuz x nach r. Und das ist jetzt ein Beispiel, das ihr wahrscheinlich schon aus der Analysis kennt, wenn das da gemacht wird. Das ist einfach die diskrete Metrik. Die ist 0, wenn die Punkte gleich sind, und 1, wenn nicht. Dann ist dieses d eine Metrik. Und die durch diese Metrik erzeugte Topologie TD ist gerade dieses T-Dis. Und das D heißt dann diskrete Metrik. Das ist der eine Fall oder der eine Extremfall, dass wir irgendwie eine Topologie haben, die die ganze Potenzmenge ist. Jetzt habe ich, als wir die Topologie definiert haben, schon angedeutet, okay, wir können auch den kleinstmöglichen Fall haben, dass wir eine nicht leere Menge als Grundlage haben und eine Topologie definieren, in der nur die leere Menge drin steht und der ganze Raum. Das ist natürlich auch, wenn man die Axiome sich anguckt, sofort eine Topologie. Aber da sind auch die einzigen offenen Mengen eben leer und abgeschlossen. Das heißt, wir können nicht zwischen den anderen Elementen unterscheiden. Den einzigen offenen Mengen leer und x. Also wenn wir irgendwie feiner gehen wollen, dann können wir nicht feinere offene Mengen unterscheiden. Und deshalb heißt dieses Tau auch indiskrete Topologie. Und die bezeichnen wir dann in Analogie zur diskreten auch einfach mit tau int oder t int. Und jetzt interessant bei dem Ding hier ist eine Basis dieser Topologie, lässt sich sehr leicht angeben, wenn man nur den ganzen Raum kennt. Also eine Basis ist gegeben durch das Mengensystem, das einfach nur aus dem Raum x besteht. So, nächster Schritt ist jetzt die Definition einer neuen Raumklasse, wenn man so möchte, die eine sehr zentrale Rolle innerhalb dieses Kurses einnehmen wird. Und das machen wir jetzt in Definition 117. Da führen wir die Raumklasse ein und dann geben wir direkt danach ein schönes Beispiel. Wir nehmen uns einen topologischen Raum X. Und dieses X heißt dann ein Hausdorffraum. Heißt Hausdorffraum. Und die Topologie, die dann sozusagen auf diesem Raum lebt, heißt Hausdorff-Topologie. Und jetzt ist quasi der folgende Gedanke dahinter. Ich habe zwei Punkte in dem Raum, die nicht gleich sind. Da kann ich sie durch disjunkte Umgebung trennen. Das wollen wir jetzt formalisieren. Wenn es, das ist aber ein bisschen Platz für eine kleine Skizze, zu je zwei Punkten x, y in x mit x ungleich y Umgebungen u von x, also u in u von x und v in u von y gibt mit u geschnitten v gleich leer. Das heißt, wir haben hier irgendwo in unseren Räumen zwei nicht gleiche Punkte und dann können wir hier irgendwelche ganz kruden Umgebungen reinlegen, die diese Punkte sozusagen trennen. Das ist der Grundgedanke. Natürlich funktioniert das auch, wenn wir den Fallback machen auf metrische Räume. Das ist jetzt gerade das Beispiel 1,1,8. Dann können wir gerade hier die Distanz dieser beiden Punkte nehmen und dann Epsilon Viertel Kreis drumlegen. Das ist aber jetzt gerade unser Beispiel 1,1,8 für solche Hausdorffräume und Hausdorff-Topologien. Da kommen jetzt da die zwei Punkte hin. So. Zack. Zack. Also jeder metrische Raum ist Hausdorff. Hausdorff.
Das ist so eine häufige Schreibweise, wenn man irgendwie eine Eigenschaft eines Raumes definieren möchte oder beschreiben möchte. Jeder Raum ist so und so. Also Haus, Dorf schon in dem Fall einfach. Oder jede Folge ist Cauchy. Ne? Und das ist einfach nur die Sprechweise. Ja, und wie gesagt, man macht einfach Folgendes. Man nimmt hier zwei Punkte X und Y. Dann hat man ja in einem metrischen Raum die Chance, hier tatsächlich die Distanz auszurechnen. Die setzt man an Epsilon. Das soll einfach sein d von x, Y. Und dann wählt man U. Man sollte eigentlich immer erst den Kreis zeichnen und dann den Punkt. Nehmen wir mal hier das Ding zu Hilfe. Kriegen wir auch gleich zwei gleich große geschenkt. Ja, die haben jetzt halt nicht ganz Epsilon Viertel. Nehmen wir halt mal Epsilon Drittel. Und dann sind wir im Prinzip Tutti. Das hier ist dann, spielt dann die Rolle unseres U. Das ist dann gerade U Epsilon Drittel von X. Und das hier spielt dann die Rolle des Vs. Das ist dann gerade das U Epsilon Drittel von Y. Entschuldigung. Und dann haben wir die beiden genau in dem Hausdorff-Sinne getrennt. Und ein zweites Beispiel, ein Negativbeispiel, ist die indiskrete Topologie. Das ist im Prinzip das, was ich gerade schon angesprochen hatte. Dadurch, dass wir nur Leer und X haben als offene Mengen, können wir nicht zwischen anderen trennen. Und dementsprechend ist das Ding nicht Hausdorff. Das heißt natürlich, sofern X mehr als zwei Punkte hat. Aber sonst ist ja gerade der Raum X echt größer als die leere Menge. Und dann kriege ich natürlich genau solche zwei Umgebungen gefunden. Aber wenn das X mehr als zwei Punkte hat, dann kann ich die indiskrete Topologie nicht mehr zu einer Hausdorff-Topologie machen. Sofern X mehr als, nee, mindestens zwei, so, mindestens zwei Punkte enthält. Ja, weil dann habe ich halt nur die Möglichkeit, ich habe hier meinen Punkt 0, ich habe hier meinen Punkt 1 und ich habe nur die Möglichkeit mit Leer und X, ganz X zu arbeiten, dann kriege ich halt die 0 nicht von der 1 getrennt, weil die einzige Umgebung, die beide enthält, ist X. Und wenn ich nur einen Punkt habe, dann kann ich den natürlich dadurch trennen, dass ich sage, okay, Leer und X hat leeren Schnitt. Das ist auch, glaube ich, dann klar. Da mal einmal kurz drüber. So, nachdem wir jetzt die Hausdorff-Eigenschaft eines metrischen respektive eines topologischen Raums definiert haben, machen wir jetzt mit ein bisschen Grundbegrifflichkeiten der Topologie weiter und gucken uns erstmal an, was sollen innere Punkte, Abschluss, Dichtheit und Rand bedeuten. Das ist so der nächste Block. Das heißt, jetzt kommen erstmal noch so drei Definitionen, damit wir dann so ein gewisses, ja, sagen wir mal, Basis-Vokabular haben, an dem wir uns dann entlanghangeln können. Also wir nehmen uns einen topologischen Raum X und wir nehmen E eine Teilmenge von X. Und dann heißt X in E ein innerer Punkt. Und jetzt müssen wir uns eigentlich immer nur die Definition aus der Analysis 2, wo man die ja meistens macht, hernehmen und auf unseren Umgebungsbegriff eben übertragen. Das heißt, wir müssen jetzt halt irgendwie mit einer abstrakten Umgebung ankommen. Also wenn es eine Umgebung U von x gibt, also U in U von x, gibt mit, ja, was muss sein? X muss in U sein und U soll noch komplett in E liegen. Also genau das, was wir aus der Analysis kennen. Wir finden eine Epsilon-Umgebung, die komplett in der Menge drin liegt. Jetzt sind wir in der Abstraktionsstufe topologischer Raum. Das heißt, wir haben keine Metrik unbedingt, das heißt, wir müssen einfach nur eine Umgebung finden. Bezeichnung für die Menge der inneren Punkte ist dann wie üblich E innen. Es kann sein, dass wir das teilweise auch oben drauf schreiben, je nachdem, ob es Verwirrungen geben kann mit den Polaren, die auf ähnliche Art und Weise bezeichnet werden. Ich meine aber, wir haben keine Polaren in diesem Kurs drin. Ja, dann definieren wir den Abschluss von E. Der ist jetzt auch in der normalen oder in der gewohnten Variante definiert. Den bezeichnen wir mit E oben quer. Das soll einfach sein x ohne E innen. Und das ist, wenn man sich das jetzt lange genug anguckt, nichts anderes als alle x in x, für die eine Umgebung,
oder so, das für alle Umgebungen von x gilt, nicht dass es eine gibt, sondern es muss für alle gelten, dass u geschnitten e nicht leer ist. Ja, das ist der ganz normale, oder das ist die ganz normale Definition eines abschlusssymmetrischen Raums, wenn man hier wieder Epsilon-Umgebungen hinschreibt. Also das heißt, wir sind relativ nah dran am Vokabular. So, e heißt dann dicht in unserem topologischen Raum x, falls der Abschluss von e ganz x ist. Das ist auch ganz klassisch, aber dann haben wir es einmal hier stehen. Und dann definieren wir noch den Rand von e. Auch das jetzt relativ klassisch, genau das, was wir meinen. Das soll einfach sein, der Rand von e. Wie man es kennt, der Abschluss von E geschnitten mit dem Abschluss des Komplements. Und wenn man das jetzt wieder in diese Schreibweise hier schubst, sind das gerade alle x aus x, sodass für alle Umgebungen von x gilt, dass zum einen der Schnitt mit E nicht leer ist und zum anderen der Schnitt mit dem Komplement nicht leer ist. Ja, wobei das Komplement hier natürlich als Komplement in x gemeint ist. So, das ist also eine relativ kleine Definition. Jetzt machen wir eben ganz kurz noch ein paar Sachen zu Folgen in topologischen Räumen. Da werden wir uns jetzt allerdings nicht ganz so lange dran aufhalten. Wir wollen nur eine vernünftige Schreibweise etablieren, die sich aber auch 1:1 an die hält, die wir bis jetzt benutzt haben, also in den Grundlagen, und die auch komplett konform geht mit den 90% aller Analysis-Vorlesungen. Wir nehmen uns also einen topologischen Raum x. Wir nehmen uns eine Folge xn, n aus n in x. Wobei eine Folge halt wie immer eine ganz normale Abbildung ist von den natürlichen Zahlen in unserem topologischen Raum. Also da ändert sich auch nichts dran. Nur dass halt der Raum, in dem wir abbilden, ein bisschen abstrakter gehalten ist. Dann heißt xn konvergent gegen ein x aus x. Und jetzt müssen wir halt die Epsilon, das Epsilon-Kriterium für Konvergenz einfach auf Umgebungen umschreiben. Also heißt konvergent gegen x aus x, wenn es zu jeder Umgebung, also wenn es zu jedem u in u von x einen Index gibt, den nennen wir wie üblich n0, aus n gibt mit, ja, xn muss in der Umgebung liegen für alle n größer gleich n0. Also auch hier wieder ganz plain das, was wir eigentlich kennen, einfach nur auf das neue Setting formalisiert. Das x da oben heißt dann Grenzwert oder Limespunkt. Wir nennen es in der Regel Grenzwert, weil wir hier Funktionalanalysis betreiben. Topologen nennen das gerne Limespunkt. Heißt Grenzwert von xn und wir notieren ganz normal Limes n gegen unendlich, xn gleich x, oder wir notieren, das wird auch häufiger vorkommen, dass xn für n gegen unendlich gerade gegen x geht. Wie wir ja schon in den Grundlagen gesehen haben, ist der Begriff der Vollständigkeit vielen Resultaten, die wir hier ziehen wollen, immanent. Das heißt, wir brauchen auch hier wieder eine Cauchy-Folge. Und Cauchy-Folge definieren wir jetzt nur für metrische Räume, weil das ist das Setting, in dem wir es brauchen. Das ist genau die gleiche Definition, die wir auch aus den Grundlagen kennen. Aber wir haben sie hier dann einfach nochmal drin, dann ist es halt vollständig, im wahrsten Sinne des Wortes. Also x metrischer Raum. Und dann nehmen wir uns eine Folge xn, n aus n, Teilmenge x. Also dieses n aus n schleppen wir auch nicht immer mit. Wenn es halt passt, dann nehmen wir es mit. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und xn heißt Cauchy-Folge oder einfach Cauchy, je nachdem wie zügig ich schreiben möchte. Heißt Cauchy-Folge. Ja, wenn gilt, und das ist jetzt die ganz normale Cauchy-Bedingung, die wir auch schon aus den Grundlagen kennen, weil wir haben uns da ja schon relativ viel mit Cauchy-Folgen rumgeeiert, oder rumgeplagt, besser gesagt teilweise. Also für alle Epsilon größer 0 existiert ein n aus n, sodass der Abstand zweier beliebig weit auseinanderliegender Folgenglieder, also vom Index her auseinanderliegend, beliebig klein wird, solange unsere Indizes hier nur größer gewählt sind als das n. Das heißt, salopp formuliert,
dass Folgenglieder, wenn man in die Unendlichkeit reingeht, beliebig nah aneinander liegen. So, jetzt haben wir natürlich wie immer leicht die Implikation, ist eine Folge konvergent, dann ist sie Cauchy. Das ist eine simple Analysis-1-Abschätzung. Und x heißt dann vollständig, falls umgekehrt jede Cauchy-Folge konvergiert. Na, also auch hier im Prinzip nichts Neues. Gut. So, als nächstes wenden wir uns jetzt der Charakterisierung stetiger Funktionen zu. Die sind in topologischen Räumen natürlich irgendwie auch ein bisschen, ja, oder stetige Abbildung besser gesagt. Die sind in topologischen Räumen natürlich auch ein bisschen allgemeiner gehalten aufgrund der Natur eines topologischen Raums. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal definieren, was überhaupt so eine stetige Abbildung sein will. Man kennt diese Definition als Folgerung schon aus der Analysis meistens. Denn in der Analysis ist es ja häufig so, das erste Folgenkriterium oder das erste Stetigkeitskriterium, was man kennenlernt, ist die Folgenstetigkeit. Dann zeigt man, dass die äquivalent ist zur Epsilon-Delta-Stetigkeit. Und dann kriegt man meistens noch so als Korollar oder als Proposition raus, dass man Urbilder offener Mengen unter stetigen Abbildungen wieder offen sind. Und das ist jetzt genau der Teil, den wir zur Definition erheben. Also wir betrachten x, y, zwei topologische Räume. Und wir betrachten dann eine Abbildung f von x nach y. Und wir nehmen uns hier ein spezifisches Element x0 aus x raus. Dann definieren wir, dass f stetig in x0 heißt. Also stetig in einem Punkt. Stetig in einem Punkt ist auch für uns wieder natürlich nach hinten raus irgendwo wichtig, weil wir haben ja in den GFA gezeigt, dass wenn wir zeigen können, dass ein linearer Operator in einem Punkt stetig ist, ist er auch auf seinem gesamten Definitionsbereich stetig. Das heißt, sowas ist auch nicht ganz unwichtig. Und das heißt im Prinzip, wir müssen Folgendes zeigen. Zu jeder Umgebung V in U von Y0, wobei Y0 gerade F von X0 ist, gibt es eine Umgebung U in U von X0, sodass gilt, dass f von u eine Teilmenge von v ist. Wir wollen das ganz kurz ins Bild gießen. Wir haben hier irgendwo unseren Raum x und dann haben wir hier irgendwo unseren Raum y. Und jetzt haben wir hier irgendwo rumschwirren unser x0 und hier liegt dann irgendwo unser y0, wobei hier halt entsprechend die Beziehung gilt, dass das x0 via f auf das y0 geschickt wird. Und dann sagt uns jetzt die Stetigkeit, ich finde hier eine Umgebung v und ich finde hier eine Umgebung u, sodass f von u noch komplett in v ist und f von u ist dann meinetwegen irgendwas sowas hier. Na, also so muss man sich das vorstellen, wenn man sich es denn vorstellen möchte. Jetzt bringt uns natürlich im Allgemeinen häufig nichts, wenn wir sagen, er ist in einem Punkt stetig. Wir wollen auch teilweise einfach mal von Stetigkeit auf dem ganzen Raum reden. Das definieren wir uns jetzt eben genauso, wie man es erwartet. Also f heißt stetig auf ganz x. Ja, wenn es halt in jedem Punkt stetig ist. Also in jedem x aus x stetig ist, gemäß diesem ersten Teil hier oben. Und jetzt eine sehr wichtige Definition für die Topologie, die wir jetzt im Folgenden betreiben können, ist der Begriff des Homöomorphismus. Das ist sozusagen die Vorstufe eines Diffeomorphismus. Und zwar soll das einfach heißen, wir haben eine bijektive Funktion und sowohl die Funktion selber als auch die Umkehrfunktion sind beide stetig. Das ist ein sehr wichtiger und ein der elementare Begriff, wenn man Topologie betreibt. Weil Topologie ist ja letzten Endes nichts anderes als die Lehre der stetigen Verformungen. Und stetige Verformungen werden gerade durch Homöomorphismen beschrieben. Also wenn f bijektiv und f f hoch minus 1 beide stetig. Oh.
Wobei f hoch minus 1 dann natürlich von y nach x geht, aber ich denke mal, das können wir uns hier relativ leicht denken. Wenn so ein Homöomorphismus existiert, dann heißen die beiden Räume xy homöomorph. Homöomorph. Und das machen wir häufig einfach in Zeichen deutlich durch so ein angedeutetes Isomorphiezeichen oder halt auch durch so ein Zeichen. Das gibt's beides. So, jetzt haben wir Stetigkeit im topologischen Sinne definiert. Jetzt wollen wir eine erste Mini-Folgerung sozusagen ziehen. Der ist auch der erste Satz dieser Vorlesung. Und zwar wollen wir zeigen, dass sich Stetigkeit unter Verkettung sozusagen fortpflanzt. Also Satz 1, 1, 13. Wenn wir drei topologische Räume haben, x, y, z. Wir haben ein x0 aus x. Und wir haben zwei Abbildungen, einmal f von x nach y, einmal g von y nach z. Dann gelten folgende Aussagen. Ist f stetig in x0 und g stetig in y0 gleich f von x0, so ist die Verkettung, also g nach f, an der Stelle, ja, oh, die Klammer nicht so, ist g nach f stetig in dem x0. Und b sagt dann, ja, fg stetig heißt dann, die Verkettung ist stetig, weil das folgt dann natürlich sofort aus a, weil Stetigkeit auf dem ganzen Raum ist ja einfach, haben wir gerade definiert, als stetig in jedem Punkt. Und dann können wir a halt punktweise anwenden und sind wir fertig. Also fg stetig impliziert g nach f stetig. Das beweisen wir jetzt kurz. Das ist auch wirklich im Prinzip so ein schöner Beweis zum Reinkommen. Also da ist nicht viel doppelter Boden drin. Das ist einfach nur sich die Definition angucken und dann hinschreiben, was man haben möchte. Also wir notieren zunächst mal, b folgt sofort aus a. Dann haben wir den Bums schon mal fertig. Das heißt, wir müssen nur noch a zeigen. Und da müssen wir jetzt einfach nur hintereinander schreiben, was wir denn überhaupt zeigen wollen. Ne? Also es sei mal w eine Umgebung von z0, wobei jetzt z0 gleich g von y0 ist, also im Prinzip g von f von x0. Das ist dann natürlich in z. Jetzt wenden wir zunächst die Stetigkeit von g an, also g stetig in y0. Das heißt ja nichts anderes, als dass wir eine Umgebung v von u von y0 finden. Nee, also eine Umgebung V in U von Y0 finden, sodass G diese Umgebung V gerade in eine Teilmenge von W abbildet. Jetzt ist aber F natürlich auch stetig in X0. Das heißt, es gibt gerade eine Umgebung U in U von X0, sodass F von U gerade in das V reingeblasen wird. Und dann kann man sich jetzt natürlich angucken, wenn ich g nach f betrachte, angewendet auf das u, dann ist das ja nichts anderes als g von f von u. F von u liegt aber in v, also ist das Teilmenge g von v, und g von v liegt in w. Ja, und das ist aber gerade die topologische Stetigkeit von g nach f, das heißt, g nach f ist stetig in x0. So, nach diesem ersten einfachen Beweis, sage ich mal, zur Stetigkeit, gucken wir uns jetzt ein paar äquivalente Charakterisierungen an, die aber auch jetzt nicht dramatisch sind. Das ist Satz 1, 1, 14. Und zwar haben wir jetzt einfach mal zwei topologische Räume. Und wir nehmen uns eine Abbildung f von x nach y. Und dann sind äquivalent folgende drei Aussagen. 1. Unsere Abbildung f ist stetig. Das ist ja das, was wir charakterisieren wollen. 2. Für jede offene Menge v in y
ist f hoch minus 1 von y gleich u offen in x. Wenn man jetzt Topologien explizit hinschreiben würde, dann könnte man halt sagen, für alle v in der Topologie von y gilt f hoch minus 1 von v liegt in der Topologie auf dem Raum x. Ich möchte das hier nur mal so einführen. Auf diese Art und Weise könnte man jetzt halt wieder explizit Topologien ins Spiel bringen, aber das ist immer nur so ein bisschen Overlay in der Notation. Ich finde, das ist jetzt nicht wirklich notwendig. Und natürlich gilt dann auch, dass für jede abgeschlossene Menge G-Teilmenge y die Urbildmenge f hoch minus 1 von g abgeschlossen in x ist. So, die Äquivalenzen beweisen wir jetzt mit einem ganz klassischen Ringschluss. Da passiert also auch jetzt beweistechnisch noch nichts Dramatisches. Das bewegt sich alles auch noch in einer Größenordnung, die ich ohne Probleme als Übungsaufgabe rechtfertigen könnte. Also fangen wir mal mit der ersten Implikation an. Und zwar wollen wir erst zeigen, dass 1, 2 impliziert, dann zeigen wir, dass 2, 1 impliziert und dann zeigen wir, dass 2 äquivalent zu 3 ist, weil das schön einfach in einer wirklichen Äquivalenzkette geht. Ja, das ist der ganze Gag. Also sei, das würde man dann in der Übungsaufgabe natürlich als Hinweis hinschreiben, ne, das ist nur nochmal, um das einzuordnen, aber die Schwierigkeit hier ist nicht exorbitant hoch. Also sei x0 in x und v-Teilmenge y, sodass v eine Umgebung ist von f von x0 und wir setzen y0 mal auf f von x0. Also im Prinzip alles wie auch im Beweis davor. Jetzt wissen wir Voraussetzung, dass unsere Funktion stetig ist. Das heißt, u gleich f hoch minus 1 von v ist, da muss dann offen sein. Das heißt, f von u ist eine Teilmenge von v. Entschuldigung, wir zahlen gerade 2 nach 1. Ich habe es hier nur falsch aufgeschrieben. Weil sonst können wir hier nicht die Voraussetzung anwenden. Moment, das muss ich mir hier kurz notieren. Das heißt, hier haben wir jetzt 2 nach 1. Und hier setzen wir an mit Voraussetzung ist stetig. Ja, alles klar. Tut mir leid, das war wieder mal mein Dreher. Soll vorkommen. So, also dann können wir hier auch wirklich die Voraussetzung anwenden. Ne? Also dann wissen wir, okay, für jede offene Menge ist das Urbild offen. Das heißt, wir haben hier diese Konklusion. Das ist auch alles gut. Jetzt haben wir also so eine Umgebung von x0 gefunden, die komplett in v drin liegt als Bild. Das heißt natürlich, dass das f stetig in x0 ist nach Definition. Und damit ist natürlich f stetig, weil das x0 beliebig war. Das heißt, f ist stetig auf dem ganzen Raum. Das wäre also die erste Inklusion. Beziehungsweise die erste Implikation, nicht Inklusion, Implikation. Jetzt zeigen wir dann 1 impliziert 2. Dafür nehmen wir uns jetzt ein V-Teilmenge y offen und setzen einfach mal u fest als das Urbild von v. Und jetzt nehmen wir uns einen x0 aus u raus. Und jetzt müssen wir im Prinzip zeigen, dass diese Menge hier offen ist. Wenn wir x0 aus u haben, dann wissen wir natürlich y0 gleich f von x0. Das ist dann in v, nach Voraussetzung der Stetigkeit können wir das so wählen. V ist eine offene Menge und y0 ist in v, das haben wir ja gerade gezeigt, heißt v ist eine Umgebung, eine offene Umgebung von y0. Und jetzt ist natürlich f nach Voraussetzung stetig, das haben wir hier jetzt ja vorausgesetzt. Das heißt, wir finden eine Umgebung von x0, die nennen wir jetzt mal w. So dass ich eben f von w in das v reinschieße. Jetzt, wenn ich auf diese Inklusion hier, wende ich jetzt mal die Umkehrabbildung an, dann habe ich hier stehen, w ist eine Teilmenge von f hoch minus 1 von v.
Das heißt, wir haben so eine Menge gefunden, die hier komplett drin liegt und offen ist. Und das heißt, ja, f hoch minus 1 von v ist dann nach Definition auch offen. Und das ist ja gerade das, was wir zeigen wollten. Das sind also diese beiden Implikationen. Jetzt wollen wir die letzten beiden Äquivalenzen, die halt sozusagen noch offen sind, in einer Äquivalenzkette zeigen. Das heißt, wir zeigen jetzt direkt, 2 ist äquivalent zu 3. Und dafür nehmen wir uns mal eine abgeschlossene Menge B Teilmenge Y und setzen A fest als das Urbild f hoch minus 1 von B. B ist abgeschlossen. Das ist nach Definition genau dann der Fall, wenn Y ohne B offen ist. Das ist genau dann der Fall, das haben wir jetzt quasi gerade gezeigt, wenn f hoch minus 1 von y ohne b offen in x ist. Einmal folgt es aus der Stetigkeit, einmal folgt es aus der Voraussetzung. Das ist allerdings genau dann der Fall, beziehungsweise machen wir es andersrum. Dann sind wir auf der sicheren Seite, bevor wir uns jetzt hier wirklich in so Kleinigkeiten verrennen. B ist abgeschlossen, heißt y ohne b ist offen. Heißt f hoch minus 1 von y ohne b ist offen in x nach Voraussetzung 2, also es steckt hier drin. Heißt f hoch minus 1 von y ohne b, was ja das gleiche ist wie x ohne f hoch minus 1 von b, ist offen in x. Was natürlich heißt, f hoch minus 1 von b ist abgeschlossen in x. Das wollten wir ja gerade zeigen. Und für die andere Richtung argumentiert man jetzt einfach analog den Pfeilen entlang. Aber dann läuft man halt nicht in die Gefahr, dass man irgendwo aus Versehen einen Fehler macht. So, das wär's dann zu dem Satz.